Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche mit 4 Büchern innerhalb dieser Woche, beziehungsweise 3 diese Woche. Ein Buch hat mich den ganzen Monat begleitet und ich würde sagen, es war wieder eine sehr, sehr gelungene Lesewoche und es zu einer perfekten Bücherwoche hat es dann tatsächlich auch noch eine Serie gemacht, die ich begonnen habe, in deren Sucht ich stecke. Und ja, ich habe auch noch eine kleine Ankündigung zu einem Hangout am Montag und auch noch eine Info zum Leseklubbuch im März. Und ja, ich denke aber, wir fangen jetzt einfach so ein bisschen mit dem allgemeinen Geplauder an. Ich war in der Bücherwoche auch wieder gesund. Es ging mir am Wochenende und Montag, Dienstag noch so ein bisschen okay, wurde aber wirklich ja, immer wieder besser und auch heute merke ich es immer mal noch ein bisschen in der Nase und die Nebenhöhlen, aber Ingwer und Honig macht den Rest jetzt gar wieder gesund und ja, ich bin auch ganz froh drum, denn jetzt in 2 Wochen ist ja schon die Leipziger Buchmesse und ja, mich würde natürlich auch mal interessieren, wer von euch so ein bisschen da sein wird. Es wird ja am Samstag um 13 Uhr das Booktuber, Blogger, Bookstagrammer, Zuschauertreffen geben. Klassischerweise ist das ja immer an der Messebuchhandlung. Rechts daneben gibt es einen Vorhang und durch den geht man und bisher sind wir da relativ unbehelligt geblieben und es hat uns da auch keiner irgendwie weggescheucht. Ich werde aber, denke ich mal, auf jeden Fall noch vor der Messe ein kleines Video drehen, auch so mit 2, 3 Dingen, die ich eben einfach spannend finde und vielleicht auch einfach, wo ich verschiedene ja, Themen einfach mal aufgreife, was interessant sein könnte. Schreibt mir das gerne mal, wer von euch so ein bisschen da sein wird. Ja, von ja, der Fittigkeit sozusagen war die Woche wieder ganz in Ordnung. Buchtechnisch, wie gesagt, stelle ich 4 Bücher vor. 3 Bücher habe ich jetzt in dieser Woche beendet, beziehungsweise natürlich auch das 4. Buch, aber das hat mich durch den ganzen Februar begleitet. Das erste beendete Buch der Woche ist Der lange Weg zu einem zornigen Planeten von Becky Chambers, unser Leseklubbuch aus dem Februar. Ein Science-Fiction-Buch, an dem wir ja so knapp 1,5 Wochen gelesen haben. Und ja, ich dazu schon sagen kann, der zweite Teil ist jetzt auch schon bei mir eingezogen. Ein Buch, das mich den ganzen Monat über begleitet hat, ist Entdecke dich von Elena Bauer. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so durch das Licht so sehen kann, dass das hier so ein bisschen wie ein Aquarell aufgezeichnet ist. Das ist ein Achtsamkeitsjournal und darauf war ich wirklich mega, mega gespannt. Und da ich weiß, dass gerade Achtsamkeit, Yoga, Meditation auch bei euch doch sehr in, ja, zu Interesse neigt, dachte ich, stelle ich euch das jetzt auch einfach mal mit vor. Dann habe ich gehört, Das kleine Café in Kopenhagen von Julie Kaplan, eine Empfehlung und ja, von einer lieben Freundin. Und ich war ja total gespannt darauf, denn es sollte so ein bisschen hügelig werden, was man halt in Kopenhagen im Grunde auch erwarten kann. Und auch gelesen in dieser Woche habe ich dann die Chroniken der Hoffnung, den ersten Teil Der Klang der Täuschung von Mary E. Pearson. Das ist die Autorin von Kuss der Lüge und diese ganze Reihe darum. Und da ich diese Reihe wirklich sehr, sehr geliebt habe und es eine ganz tolle Jugend-High-Fantasy-Reihe war, musste ich natürlich jetzt auch mit der nächsten Reihe von ihr starten. Wir beginnen aber sozusagen mit dem ersten Buch der Woche. Und das ist Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten von Becky Chambers. Das haben wir seit dem 17. Februar gemeinsam gelesen und wir haben es, glaube ich, auch wirklich am letzten Tag im Februar dann beendet. Und es ist der Auftakt einer, ja, Serie, es ist nicht direkt eine Reihe, denn wir spielen zwar jedes Buch in dieser Welt. Der zweite Teil wurde von mir auch schon direkt besorgt als E-Book und der dritte Teil erscheint, glaube ich, jetzt im März. Und es geht hier im Grunde immer um das gleiche Universum, um so eine ähnliche Zeit. Und soweit ich jetzt den zweiten Teil im Klappentext gelesen habe, treffen wir auch auf 2 Charaktere, die wir bereits aus dem ersten Teil kennen. Ja, wir sind hier an Bord der Wayfarer in einer zukünftigen Zeit und ja, die Menschen haben irgendwann die Erde verlassen und haben irgendwann den Weltraum sozusagen erkundet und natürlich haben auch noch andere Wesen ja, zueinander gefunden. Und auf der Wayfarer treffen wir eine bunte Mischung an Kreaturen, an Außerirdischen, an ja, einfach an unterschiedlichsten, ja, wirklich Lebewesen aus dem All. Und wir treffen ja, eben auf Rosemary. Das ist eine Marsianerin, beziehungsweise ich glaube, soweit ich mich richtig erinnere, eigentlich ein Mensch, der eben auf dem Mars, auf der Kolonie da groß wurde. Und sie wird Verwaltungsassistentin auf dem Schiff unter Captain Ashby.
Und wer sich jetzt denkt, was, auf einem Raumschiff braucht man eine Verwaltungsangestellte? Ja, das ist definitiv notwendig, denn es geht natürlich nichts ohne Bürokratie und Ordnung. Wir haben, wie gesagt, auf dem Schiff unterschiedlichste Charaktere, die ganz bunt aus aller Welt, würde ich jetzt sagen, nein, aus dem kompletten Universum kommen. Wir lernen diese Charaktere kennen, die Rassen dazu kennen, die Planeten, die Besonderheiten und was sie eben auch alle verbindet. Zudem treffen wir auf Lovie. Das ist die künstliche Intelligenz an Bord des Schiffes, die ja so auch ein bisschen ein Eigenleben entwickelt und ja viel menschlicher, lebendiger wird, als man es einer künstlichen Intelligenz eigentlich ermöglichen möchte. Die Crew um Captain Ashby bekommt einen Auftrag, zu einem Planeten zu reisen, ja, da wo aktuell eigentlich noch so ein bisschen, ja, als Krieg würde ich es nicht nennen, aber so ein bisschen, ja, Gewalt vorherrscht. Und wir begleiten die Crew jetzt eben auf diesem langen Weg und ja, treffen dort auf allerlei Dinge und lernen auch sehr viel über die Charaktere kennen. Es ist großartige Science Fiction. Es ist einfach bombastisch, was sich Becky Chambers hier hat einfallen lassen. Es ist eine Science Fiction auch für Anfänger, die aber auch einfach wunderbar tiefgründig wird, die wirklich eine Message mitgibt, die uns die Charaktere ja so fein zeichnet, dass man wirklich diese vor Augen hat. Ich habe mir am Anfang so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mit diesen Kreaturen ein bisschen schwer getan, mir das so vorzustellen, aber es wurde immer detailreicher und irgendwann hatte man dann wirklich Gesichter sozusagen vor Augen und das hat Becky Chambers wirklich ganz, ganz toll gemacht. Wer Science-Fiction-Einsteiger ist und sich gerne irgendwie mal mit dem Weltraum beschäftigen möchte, der ist hier absolut richtig, denn wir lernen dieses Leben eben in einem Raumschiff kennen, insofern es ist ja nicht wirklich ein Raumschiff, aber ja, wir sind eben an Bord dieser Wayfarer und ja, wie das so ablaufen kann, wie diese einzelnen, ja, Rassen sich auch einfach unterhalten, was die künstliche Intelligenz hier noch zu tun hat. Es ist alles unglaublich bildhaft, es ist tiefgründig, es ist irgendwie auch so lebendig, es fühlt sich einfach so echt an, obwohl man natürlich weiß, dass das alles noch lange, lange weit ist. Mir persönlich war es an mancher Stelle manchmal ein bisschen zu viel Erziehung. Also Becky Chambers hat als Message natürlich schon dabei, wie man eben miteinander umgeht, obwohl man nicht die gleiche Herkunft hat. Ich finde aber, dass das in unserer Zeit gar nicht oft genug erzählt werden kann, was eben Toleranz dazu bringt, Ehrlichkeit, Kommunikation, dass man eben auch einfach, ja, im Grunde immer beide Seiten miteinander auch sprechen möchten, dass man nur so irgendwie einen Zusammenhalt bekommt. Wie gesagt, an mancher Stelle fand ich es ein bisschen too much. Und dachte mir, ja, ich, ja, hab's jetzt halt auch verstanden. Aber es zeigt eben auch einfach so die Probleme unserer Zeit und wie locker man einfach mit ihnen umgehen kann, wie man sie auch angehen kann. Aber dass es eben auch einfach Arbeit bedeutet, wenn eben verschiedene Kulturen, sage ich mal, Rassen in diesem Fall aufeinander zutreffen, ja, dass man da einfach auch was tun muss. Es gibt sehr, sehr viele Charaktere. An die muss man sich tatsächlich auch erstmal gewöhnen. Aber umso länger man der Geschichte folgt, umso mehr wachsen sie einem ans Herz. Und auch wenn sie einem manchmal den Spiegel recht unverdrossen vorhalten, macht es einfach unglaublichen Spaß, ihnen zu folgen. Sprachlich ist es für mich wirklich großartig erzählt. Es ist modern, es ist flüssig, es ist schnell, es ist lebendig. Es fühlt sich einfach echt an. Die Charaktere haben Entwicklungen. Ja, das ganze Schiff hat eine Entwicklung. Auch alles drumherum, was passiert, entwickelt sich mit. Und man hat wirklich so das Gefühl, man begleitet diese Crew eine gewisse Zeit und jeder wächst so auch an seinen Aufgaben und an seinen Arbeiten und das macht mir wirklich viel Spaß. Es hat mich perfekt unterhalten, ich hatte wirklich immer großen Spaß an den 40 bis 60 Seiten pro Tag und dachte eigentlich immer, ach Mensch, jetzt ist der Abschnitt heute schon vorbei, ich hätte gern weitergelesen. Also für mich hatte das Buch auch Suchtpotenzial und hätte ich es nicht im Leseklub gelesen, hätte ich es auch wirklich wahrscheinlich in 3 Tagen oder schneller weggesuchtet. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch der Austausch im Leseklub war wieder toll. Den findet ihr immer wieder unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Und auch alle Infos zum Buch findet ihr natürlich hier unten.
Von mir eine absolute Empfehlung. Der zweite Teil ist bei mir als E-Book eingezogen. Ich freue mich da schon mega drauf. Möchte ich zeitnah, ich denke mal so April spätestens dann auch lesen. Vielleicht ist das ja was so für die ein oder andere Zugfahrt, die da für mich ansteht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich drauf. Absolute Empfehlung. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ein Buch, das ich den ganzen Februar über gelesen habe, beziehungsweise auch bearbeitet habe, ist Entdecke dich von Elena Bauer. Ich selbst halte ja seit einiger Zeit sehr viel von Büchern, Literatur, Podcasts, eben über Achtsamkeit, über das im Hier und Jetzt Sein, über ja, wie Gedanken das Leben beeinflussen. Und ich erzähle das ja auch immer mal wieder hier in der Bücherwoche und in Videos oder auch in meinen Podcast-Empfehlungen ist das Thema ja doch relativ groß gewesen. Und ich habe, ja, ich weiß nicht mehr, ob es die Hücke war oder die Flow, ich habe irgendwo dieses Achtsamkeits-Journal entdeckt, was wirklich wunderschön optisch aufgemacht ist. Und ich blende euch jetzt auch einfach mal ein Video ein, wie es im Innenleben aussah, bevor ich es dann im Grunde auch bearbeitet habe. Die Autorin Elena Bauer unterrichtet seit 20 Jahren Yoga, ist auch Malerin, Schriftstellerin und Designerin und ist Gründerin der Seite Teach Yoga. Und das ist sozusagen ein Internet-Zuhause für Yoga-Lehrer, wo ein reger Austausch passiert. Fand ich mega, mega spannend, mich da so ein bisschen reinzulesen über die Autorin und fand ich wirklich interessant, auch welchen Gedankengang sie so zu dem Buch hatte. Die Aufmachung ist, wie ihr seht, wirklich wunderschön. Also vom Cover angefangen, das wirklich aussieht wie Aquarell, über das Format, was wirklich um einiges, ich sage jetzt mal, größer ist als ein normales Taschenbuch. Also man kann das ganz gut sehen, dass das wirklich ein ganz anderes Format hat. Über wie sich die Seiten anfühlen, wie fest, wie dick die sind. Und das rechtfertigt für mich auch absolut den Preis von 15 Euro. Denn man hat hier wirklich Papier, auf dem man schreiben kann, ohne dass was ja im Grunde durchblutet, wie man das ja so oft nennt. Und ich fand das wirklich von der Haptik, finde ich das wirklich großartig. Es gibt ja leider sehr wenige Erklärungen zu den einzelnen Themen. Also wir haben Stille und Liebe und halt wirklich so dieses in sich hineinkommen, was man fühlt, wie man fühlt, Heimat. Ja, verschiedenste Themen, die uns kurz erklärt werden und dann wird man im Grunde selbst aktiv, indem man in sich geht und die Fragen, die darin gefragt werden, eben auch beantwortet. Allerdings sind es relativ wenig Fragen und auch für mein Gefühl nicht wirklich tiefgründig, um Denkprozesse so anzuregen. Also natürlich denkt man darüber nach und man sitzt auch an den Fragen ein bisschen Zeit pro Tag. Also ich habe das so einfach so immer mal jeden Tag so 2-3 Seiten gemacht. Und ja, allerdings muss ich ehrlich sagen, waren mir die Fragen manchmal doch noch zu oberflächlich. Man hat auch Platz für Notizen, das kann man nutzen oder auch nicht. Ja, meine Notizen, meine Gedanken kommen halt theoretisch in meinem Bullet Journal, da brauche ich halt jetzt kein spezielles Achtsamkeitsjournal. Mir persönlich war es ein wenig zu oberflächlich. Das Problem habe ich ja doch immer wieder so ein bisschen mit der Anfangslektüre bei diesem Thema, weil ich gefühlt mich einfach doch schon ein paar Monate, 1,5 Jahre damit beschäftige. Auch die Fragen waren einfach nicht konkret genug, sie haben nicht tief genug gebohrt und ich musste an vielen Stellen einfach gar nicht so tief in mich gehen, um Antworten schon bei mir zu haben. Also es gab natürlich so die ein oder andere wirklich sehr spezielle Frage, aber das war tatsächlich eher die Seltenheit. Für Anfänger, glaube ich, die sich so wirklich mit dem Thema Achtsamkeit gerade erst beschäftigen, ist das eine absolute Empfehlung. Weil man eben einfach mal mit sich anfängt, über Kleinigkeiten, sage ich mal, nachzudenken, die dann eben zu einem großen Ganzen führen und etwas in einem machen können. Beziehungsweise auch einfach Menschen, die gerne nach Anleitung die ersten Schritte machen wollen oder das eben auch brauchen, ist dieses Buch wirklich eine Empfehlung von mir. Aber ich muss einfach sagen, Achtsamkeit erweckt halt in mir nicht immer dadurch, dass ich so extrem über Dinge nachdenke, beziehungsweise dann eben auch noch in so ein Buch, jeden Tag in so ein Journal was reinschreibe, sondern das habe ich halt gefühlt jeden Tag zu jeder Zeit irgendwie in mir. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, der es mich nicht hat ganz so genießen lassen, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Zudem kommt zum Thema Achtsamkeit, wird jetzt immer mal wieder was auf meinem Kanal auch erscheinen. Es wird dazu auch ein Hangout geben Anfang April. Haltet euch da schon mal, ich glaube, den 8. April frei. Da habe ich einen ganz wunderbaren Gast auf meinem Kanal.
Und da werden wir sehr intensiv über Achtsamkeit und Yoga und solche Themen sprechen. Und ja, für Anfänger, wie gesagt, absolute Empfehlung. Da würde ich auch absolut sagen, guckt einfach mal rein. Ihr habt jetzt die Seiten ja innen auch ein bisschen gesehen. Ich habe es extra vorher gefilmt, weil jetzt im Nachgang natürlich meine Gedanken dazu drinstehen. Und das hätte ich persönlich so ein bisschen sehr persönlich gefunden. Aber wenn ihr da Fragen, Wünsche, Ideen habt, dann gerne in die Kommentare oder seid auch einfach im Hangout dabei. Da würde ich mich wirklich mega drüber freuen, wenn wir uns zu dem Thema einfach ein bisschen mehr und intensiver austauschen könnten. Das Buch bzw. das Hörbuch der Woche war dann Das kleine Café in Kopenhagen von Julie Chaplin. Auch der Auftakt einer Trilogie bzw. eben auch eher einer Serie der Romantic Escapes Reihe. So rum. Jetzt musste ich doch hier nochmal spicken. Das zweite Buch dazu erscheint im Mai und spielt in Brooklyn. Und das dritte Buch spielt, ich glaube, in Paris und erscheint dann im Juli. Gesprochen wird das Hörbuch von Yara Blümel und hatte knapp um die 7 Stunden Hörzeit. Die Sprecherin hat mir gut gefallen. Auch bei meiner doppelten Geschwindigkeit konnte ich ihr gut folgen. Sie hat mich packend unterhalten und hat das Ganze wirklich ganz, ganz toll vertont. Und ich finde, auch das sollte man auf jeden Fall immer mit lobend oder auch negativ erwähnen. In dem Fall auf jeden Fall sehr, sehr lobend. Ja, wir haben hier PR-Frau Kate, die was mit einem ihrer Kollegen hatte, kurz bevor eine Beförderung anstand. Und anstelle, dass sie nun die Beförderung bekommen hat, hat er sich diese Beförderung an den Nagel gerissen, indem er auch noch einer ihrer Ideen, die sie halt nachts irgendwie beieinander besprochen haben, geklaut hat. Sie wird dazu verdonnert, eine PR-Journalismus-Reise zu organisieren nach Kopenhagen, denn dort eröffnet der Kunde ein neues Kaufhaus, ganz im Sinne von Hygge. Und möchte im Grunde auch dieses Hygge-Gefühl nach England bringen. Und so rennt sie nicht gerade offenen Türen der Journalisten ein, um eben diese Pressereise zu organisieren. Merkt aber schnell vor Ort, was Hygge ist, was das auch mit den Menschen machen kann. Und dadurch, dass sie auch verschiedenste Journalisten trifft und ist das natürlich schon so von der Gruppendynamik eine sehr interessante Reise. Und gerade der etwas zynische Ben hat es ihr so ein bisschen angetan, denn sie kennen sich im Grunde schon von früher, beziehungsweise so die Zeit dazwischen, als sie sich gemeinsam auf einer Hochzeit kennengelernt haben. Es ist also eine bunte Reisetruppe, angeführt von Kate, die Hücke auf den Grund gehen und überlegen, wie man das in England so ein bisschen unter die Leute bringen kann. Das Thema Hygge ist ja, ich sag mal, seit 1,5, 2 Jahren auch nicht mehr wegzudenken aus allen möglichen Entspannungs-, Achtsamkeitsthemen auch in Deutschland. Es gibt Bücher dazu über dieses dänische Glück und wie man eben Wohlfühlen auf Dänisch im Grunde macht. Was zu Hygge alles gehört, ein Kamin, ein leckerer Tee, kuschelig in eine Decke eingemummelt, Katzen kuscheln, was auch immer, alles, was jeder so ein bisschen über Hygge sich selbst so vorstellen kann. Und ich mag das Thema sehr, sehr gerne, denn auch ich bin tatsächlich ein Freund von Gemütlichkeit und von diesem Hügeligen. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum einfach die Bücherwochen ein bisschen länger sind, weil auch ich es mir im Grunde hier gemütlich mache und ich hoffe, ihr zu Hause bei euch auch. Und man einfach gemütlich beieinander sitzt und über Bücher spricht. Und das Thema fand ich hier in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, sehr gut erklärt. Auch für Leute, die noch nichts von Hygge gehört haben, die können sich spätestens nach diesem Buch, nach dieser Geschichte auch auf jeden Fall was darunter vorstellen. Zudem haben wir einfach Kate, leider eine Protagonistin, mit der ich nicht immer so ganz warm wurde, nicht so ganz einig wurde, die oftmals gehandelt hat, wo ich dachte, ach Mädel, ist das anstrengend. Also eine Freundin von mir würde sie nicht werden, weil ich sie tatsächlich als Charakter ganz anders wie mich selbst empfinde, was persönlich jetzt nicht das Schlimmste ist, aber ich glaube, wenn sie mich mit ihren ständigen Kleinkinderproblemen stören würde, oder nerven würde, wir würden einfach nicht gut funktionieren. Und so funktioniert es dann natürlich auch mit der Protagonistin nicht. Wenn man nicht ganz warm mit ihr wird, dann hat man natürlich auch so im Verlauf der Geschichte so immer mal seine Probleme mit ihr. Dennoch, muss ich ehrlich sagen, hat mir ihre Entwicklung sehr gut gefallen, auch wenn es gegen Ende wieder so einen Punkt gab, wo ich dann doch eher Augen gerollt habe. Aber ich finde, dass das Julie Chaplin wirklich gut gemacht hat.
Und auch diese Entwicklung, die wir bei Kate sehen, sehen wir natürlich auch so ein bisschen bei der Reisegruppe, bei den Nebencharakteren und können uns natürlich so dieses Gruppenfeeling wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und das ist auch wirklich was, was die Autorin für mich geschafft hat. Ich konnte mir diese Reisegruppe vorstellen, die unterschiedlichen Charaktere. Ich konnte mir Kopenhagen vorstellen. Ich konnte mir die unterschiedlichen Orte, die besucht wurden dort, absolut vor Augen vorstellen. Ich habe auch das ein oder andere gegoogelt, um ein Bild davon zu haben. Ich konnte mir das Café in Kopenhagen ja wirklich perfekt vor Augen führen und ich mochte einfach den Schreibstil der Autorin wirklich sehr, sehr gerne. Ich mochte dieses lebendige, flüssige, schnelllebige. Ich mochte die Entwicklung. Ich mochte es, wie uns diese Lebens-, Liebes-, Karrieregeschichte von Kate erzählt wurde. Ich glaube, dass es definitiv ein Buch ist, was mir als Hörbuch wieder besser gefällt, als wenn ich es selbst gelesen hätte. Das habe ich ja bei diesen Wohlfühlbüchern tatsächlich öfter, dass die für mich übers Hören viel, viel besser funktionieren, als wenn ich sie mir selbst vorlese. Und es hatte natürlich so die ein oder andere Schwäche im Sprachlichen, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat. Denn zum Beispiel, was mir sehr oft aufgefallen ist, ist, dass sich Kate immer als erstes genannt hat. Also ich und die anderen. Ich und er. Ich und die anderen. Wo ich mir so denke, ha, schönes Deutsch ist es definitiv nicht gewesen. Also selbst in der Übersetzung müsste man als Lektor, denke ich, irgendwo hier den Rotstift ansetzen und sagen, es sind immer die anderen und ich. Das ist mir einige Male aufgefallen, und wo ich so dachte, okay, es ist scheinbar jetzt einfach irgendwie hier der Stil. Es gab auch noch zwei, drei andere Dinge, wo ich immer mal so dachte, hä? Aber alles in allem war es ein sehr schöner Schreibstil, der so dieses Wohlfühlen auf jeden Fall gebracht hat, der dieses Hückelige ausgestrahlt hat und ja, das mich einfach mitnehmen konnte. Und ich glaube, dass die beiden anderen Bücher auch als Hörbuch bei mir einziehen werden, weil ich einfach so diesen Stil einfach schön fand. Und ich bin einfach gespannt, was mich dann noch in Brooklyn und ich glaube in Paris erwartet, welche Themen hier der Fokus sein werden, denn es kann natürlich nicht überall hückelig werden, das passt natürlich am besten doch zu Kopenhagen. Und ja, die Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen, ist wirklich was zum Entspannen, zum Zuhören, natürlich auch zum Lesen, wo man einfach so ein bisschen mitgehen kann, Gefühle entwickelt, wo man einfach so, ja, so ein ganz wohliges Gefühl einfach hat. Und das hat mir wirklich besonders an dem Buch gefallen. Und das letzte Buch der Woche ist dann Der Klang der Täuschung. Das ist der erste Teil der Chroniken der Hoffnung von Mary E. Pearson. Ich mochte ihre vorangegangene Reihe, die Chroniken der Verbliebenen, sehr, sehr gerne, habe auch Kuss der Lüge stellvertretend hier im Regal stehen, weil das wirklich eine ganz, ganz tolle Jugendbuch-High-Fantasy-Reihe war, die ich wirklich großartig fand. Wirklich der erste Teil herausragend gut. Bei den letzten zwei Bänden, bei dieser Viererreihe, ist natürlich das Problem gewesen, dass es im Englischen eigentlich ein Buch war, was man im Deutschen geteilt hat. Das hat man für meine Begrifflichkeit den beiden Büchern angemerkt, also man sollte sie möglichst miteinander, hintereinander lesen, weil man schon merkt, dass der dritte Teil eben nicht darauf ein ganzer eigenständiger dritter Teil ist, und auch der vierte Teil fängt halt gefühlt mitten in der Geschichte an und die Dynamik des Aufbaus ist natürlich eine andere. Soweit ich jetzt weiß, ist die Chroniken der Hoffnung, wird das eine Dilogie, wenn ich das richtig entdeckt habe, und habe aber noch nicht gesehen, wann der zweite Teil erscheinen wird. Ich mochte, wie gesagt, im ersten Teil wirklich, in dieser ersten Reihe, unglaublich den Schreibstil von Mary E. Pearson und war sehr, sehr froh, dass wir hier wieder zurückkehren in die Welt, die wir eben aus dieser Reihe kennen. Die Geschichte spielt einige Jahre später und das Buch kann an und für sich unabhängig von der anderen Reihe gelesen werden. Aber wenn man die andere Reihe noch lesen möchte, dann sollte man es nicht tun, weil man dann im Grunde schon weiß, wie die Geschichte, die Reihe enden wird. Also es ging jetzt einer lieben Freundin von mir so, die hat sich den Klappentext zu diesem Buch durchgelesen und gesagt, ach Mensch, ich stecke hier noch mitten im vierten Fest, jetzt weiß ich eigentlich, wie das Buch endet. Also so rum funktioniert es dann nicht, aber man kann die Geschichte eigenständig lesen. Man muss die Reihe beginnen mit Kuss der Lüge nicht kennen, sondern man bekommt hier die Infos, die man auch braucht. Und wir kehren eben, ich glaube, 10 Jahre später, nach Morrigan, Wenda und Dahlbreck zurück. Drei Länder, die wir im Grunde schon aus der anderen Reihe kennen. Und wir sind hier eben auch wieder unterwegs und haben zwei Protagonisten. Wir treffen einmal auf Kasi. Sie ist eine Rattan und sehr geschickt mit dem Schwert und Dolch schwingen.
Zudem ist sie eine Gaunerin, die sehr viele Lügen parat hat und sich auch selbst so gefühlt sehr viele Lügen zum Glauben gemacht hat. Und wir lernen sie so ein bisschen kennen und eines Tages trifft sie auf Chase, dessen Vater gerade gestorben ist. Er selbst ist dann im Grunde der Anführer der Partei dieses Königreiches ist es nicht direkt, aber dieser Gemeinde. Und beide werden dann von Menschenhändlern gefangen genommen und sollen eben eigentlich in irgendeine Mine, glaube ich, gebracht werden. Und beide sitzen jetzt nun hier so fest, merken schnell, irgendwie gut miteinander können wir es vielleicht irgendwie wo schaffen. Und dann begleiten wir beide eben bei der Flucht. Das ist allerdings, würde ich jetzt so sagen, wirklich nur so der Anfang gefühlt. Ich sage jetzt mal, diese Flucht nimmt eine gewisse Zeit ein und ist einfach so ein bisschen dieses Kennenlernen, diese beiden Charakter. Denn es birgen sich um beide doch so das ein oder andere Geheimnis, dass sie ja zwar vordergründig nicht haben, denn da wollen sie ja ehrlich sein, sich kennenlernen und es entwickeln sich auch so gewisse Gefühle zwischen den beiden, aber beide haben eben so ihr Geheimnis, mit dem der andere manchmal nicht so richtig wahrscheinlich klarkommen würde, wenn sie es aussprechen. Ja, wir sind also in dieser Welt zurück und ich kann einfach nur sagen, die Welt von Mary E. Pearson ist einfach toll. Man hat wirklich den Eindruck, dass die Autorin weiß, wo sie sich auf ihrer Landkarte im Grunde befindet, welche Wege sie geht. Was kommt uns als Leser der ersten Reihe bekannt vor? Welche Wege führen wohin? Und das, finde ich, hat die Autorin wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Überhaupt ihr Stil, der ist einfach bildhaft, der ist lebendig, es macht Spaß in dieser High-Fantasy-Welt. Es ist für Leute, die vielleicht nicht viel High-Fantasy lesen oder gerade anfangen, wirklich absolut perfekt. Und man kann sich da einfach einfinden. Es sind nicht zu viele Beschreibungen, dass einem irgendwie vielleicht langweilig werden könnte, sondern es hat für mich wirklich gerade ein gutes Maß, sodass man sich alles vorstellen kann, aber nicht überladen wird mit Details zu Bäumen, Blättern und Wiesen. Die wunderbare Welt entsteht natürlich einfach auch wirklich durch diese tolle Schreibkunst, die für mich Mary E. Pearson hat. Und ich mag auch einfach den Erzählstil. Es ist natürlich ein Jugendbuch, was natürlich so ein bisschen leichter ist zu lesen. Aber ich finde, das tut dem Buch überhaupt keinen Abbruch. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat und was ich gerade so ab der Hälfte ein bisschen anstrengend fand, war, dass sich die Geschichte in der Geschichte irgendwie verliert. Ich hatte so bis zur Hälfte war alles mega spannend und ich war wirklich fasziniert und irgendwie wird es aber dann, langweilig ist das falsche Wort, aber es verliert sich so in Details, in Kleinigkeiten, in Unwichtigkeiten und irgendwie, es erzählt sich zwar wunderbar, aber es passierte gefühlt dann irgendwie eine gewisse Zeit gar nichts mehr. Und das Ende ist dann wieder was anderes, aber so dazwischen dachte ich mal, Mensch, irgendwie jetzt kommen wir mal weiter. Wir stecken hier irgendwie so gefühlt 150, 200 Seiten auch einfach mal fest. Auch hat mir nicht so gefallen die vordergründige Liebesgeschichte, Freundschaftsgeschichte, wie auch immer wir das nennen wollen. Das hat mir ja tatsächlich bei Kuss der Lüge sehr, sehr gut gefallen, dass die nicht so im Vordergrund stand. Beziehungsweise als es dann eben so ein bisschen Liebesgedöns wurde, dass man aber einfach nachvollziehen konnte, was in diesen Charakteren so passiert und warum das so ist. Und das, finde ich, hat hier irgendwie, war nicht so richtig greifbar, nicht so richtig nachvollziehbar und war mir persönlich einfach ein bisschen zu viel Liebesgeschichte. Trotzdem gibt es ganz wunderbare Rätsel und Einblicke in die Vergangenheit unserer Welt, was ich einfach ganz, ganz toll fand. Also man hatte da wirklich Rätsel, die sie sich gegenseitig stellen, wo man einfach ein bisschen mitraten kann. Wir hatten an den Anfängen der Kapitel eben auch einfach so Rückblicke auf diese Welt. Und das bringt einem natürlich eine Welt näher, wenn man Lieder hat, Gedichte hat, die scheinbar eben aus der Vergangenheit dieser Welt kommen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und ich glaube, das war in der ersten Reihe auch so. Es konnte mich aber irgendwie nicht so ganz packen, wie es Kuss der Lüge geschafft hat. Es war einfach eher so irgendwie okay und eine schöne Geschichte. Ich kann gar nicht so genau sagen, was mir so zum letzten Pep und irgendwie so gefehlt hat. Denn ja, sie verliert sich die Geschichte und vertieft sich so, aber es war trotzdem irgendwie schön zu lesen. Also das ist, ich würde jetzt sagen, es ist halt einfach ein sehr gutes Buch. Es hat mich nicht so umgehauen wie Kuss der Lüge.
Aber ich habe definitiv schon viel, viel Schlechteres gelesen. Und ich finde, auch solche Bücher haben durchaus eine Berechtigung. Und ich finde, ein sehr gutes Buch ist ja definitiv auch noch was, wo man sagt, das hat ja auch was. Ne? Also ich weiß, man selbst redet sich das ja dann vielleicht irgendwie schlechter. Aber es hat mich wirklich gut unterhalten. Es hat ja auch, glaube ich, 600 Seiten, 500 Seiten. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und ja, es waren 100, 150 Seiten, so ein bisschen, okay, hätte man anders, finde ich, so von der Dynamik der Geschichte machen können. Aber ich glaube doch, dass die Neugier groß genug ist, damit ich dann eben auch den zweiten Teil lesen werde. Muss aber einfach sagen, Kuss der Lüge hat mich einfach viel mehr gefesselt und gepackt. Die Frage ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass der erste Teil einer Reihe immer so ein bisschen der beste Teil ist. Und wenn man den irgendwie nur sehr gut bis okay fand, ist natürlich die Frage, kann es besser werden? Oder wird es noch schwächer? Oder wie wird sich die Geschichte entwickeln? Na, die Frage kann man sich ja durchaus dann auch berechtigterweise stellen. Aber ja, ich werde dir im zweiten Teil, denke ich, doch eine Chance geben. Aber ja, einfach mal gucken, wie es dann gerade so in die Zeit auch passt. Dennoch, für ein Jugendbuch hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich finde durchaus, dass man das betonen kann. Denn es gibt eben durchaus auch Jugendbücher, die ich eben nicht so gut finde. Das März-Lesebuch werden wir in den April verschieben. Es wurde ja abgestimmt und es hat The Hunger gewonnen. Und eigentlich wollten wir das ja im März lesen. Auch die Umfrage war für März. Dann habe ich aber so darüber nachgedacht, wann denn die Buchmesse ist und dachte mir, eigentlich passt so unser Leseverhalten, wie wir es sonst immer tun, dass wir so um den 20. starten, plus minus ein, zwei Tage, passt diesmal nicht so richtig zur Buchmesse. Und deswegen habe ich jetzt das März-Leseclub-Buch verschoben in den April. Einfach, dass wir da entspannt dann ohne Buchmesse irgendwie das lesen können. Und die Einteilung wird noch folgen, aber das hat, denke ich, ja dann auf jeden Fall bis Ende März Zeit. Das heißt, es wird jetzt im März kein Leseclub-Buch geben und aber dann eben im April The Hunger. Jeder, der mitlesen möchte, der Leseclub ist, wie alle Infos zu den Büchern, natürlich unten in der Infobox. Dann eine kleine Ankündigung für den kommenden Montag, den 11. März. Hier haben wir einen kleinen Hangout auf meinem Kanal. Ich habe zusammen mit der lieben Sina und Susi Jackie Fellgut im Grunde im Hangout eingeladen. Es wird also eine Mischung aus Booktubern, Lesern und Autoren und eben natürlich auch so das Self-Publisher. Einfach wieder so ein bisschen eine Plattform auf meinem Kanal bekommen. Die liebe Jackie war ja schon mal bei meinen Steffi Talks with Authors Hangouts dabei. Und ich bin einfach ein großer, großer Fan ihrer Bücher. Ich glaube, ihr müsstet hier so das ganze Jackie Fellgut Regal mit ziemlich vielen Büchern, das ist noch nicht vollständig die Sammlung, aber so ziemlich, habe ich hier. Und ich mag ihre Geschichten, ihre Figuren, ihre Liebesgeschichten, wie sie das rüberbringt, einfach unglaublich gerne. Zudem mag ich auch Jackie als Mensch super gerne und auch Susi und Sina sind ja Fans von der lieben Jackie und haben jetzt einfach beschlossen, wir machen hier mal einen kleinen Vierer-Hangout und ich würde mich freuen, wenn ihr da am Montag dabei seid ab 19.30 Uhr. Stellt da gerne Fragen im Chat, wir werden das alles so ein bisschen mitnehmen, wir werden eben wirklich so über das Autorensein sprechen, über YouTube, über das Lesen, über Rezensionen und auch was Autoren davon haben, auf Booktuber zuzugehen und ähnliches und guckt da einfach gerne mal mit dabei. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit im Chat seid. Die Serie der Woche ist dann Game of Thrones. Jetzt habe ich natürlich die DVD im Regal liegen lassen. Ja, ich habe begonnen mit der ersten Staffel. Beziehungsweise habe sie dann auch direkt noch in dieser Bücherwoche beendet. Ich habe sie wirklich an zwei Tagen weggesuchtet. Ach ja, Game of Thrones. Ja, ich habe am Freitag mit Erschrecken in der Arbeit festgestellt, als ich der 1. März und ich habe einen Kalender am Schreibtisch stehen, wo eben Februar, März, April ist. Und ich habe das Blatt sozusagen umgedreht und dann rechne ich so vom 14. bzw. 15. April rum und denke mir so, das sind aber ja nur noch 6 Wochen bis Game of Thrones. Rechne nochmal
und denke, es sind immer nur noch 6 Wochen. Ich habe dann noch ein drittes Mal nachgerechnet und dachte mir, hast du dich im Erscheinungsdatum von Game of Thrones getäuscht? Kommt das eine Woche später? Kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Das kommt nicht erst Ostern, das kommt schon die Woche vorher. Also nochmal gerechnet, erst im Internet geguckt, nochmal gerechnet, dachte, nee, du hast irgendwie den Einstieg zu Game of Thrones verpasst. Denn mein Plan war eigentlich, 7 Wochen vorher zu beginnen und mir für jede Staffel grob eine Woche Zeit zu nehmen, um so 1-2 Folgen pro Tag mehr oder weniger anzusehen. Dann natürlich auch das Leipziger Buchmesse-Wochenende so ein bisschen rauszuarbeiten. Und hatte jetzt aber nur noch 6 Wochen. Und das hat mich so bestürzt, dass ich Samstag einfach mal so einen faulen Serientag eingelegt habe. Und ich glaube, direkt 6-7 Folgen am Samstag angeguckt habe. Ja, ich habe zwischendurch so immer mal gelesen. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Aber ich habe dann sonntags im Grunde die Serie weitergesuchtet und bin einfach von der ersten Staffel wirklich total begeistert. Also es ist ja jetzt das 5. Mal, dass ich die gucke. Ich krieg's gar nicht mehr so genau hin. Und ich hatte so viele Aha-Momente. Ich habe so viel geweint, wie, glaube ich, noch nie in der ersten Staffel. Und ich war so mitgenommen von so vielen Andeutungen. Und wenn man einfach weiß, wie die Geschichte weitergeht und wie wichtig manches war, was da angesprochen wurde oder eben auch nicht ausgesprochen wurde. Und ich saß wirklich da, gerade Folge 2 oder 3. Ich war fix und fertig mit mir in meiner Welt und dachte mir, wer gibt sich eigentlich sowas? Also wie masochistisch muss ich veranlagt sein, um mir das zu geben, wo ich doch genau weiß, was passiert. Besonders schlimm sind ja, und ich glaube, dafür ist ja Game of Thrones auch bekannt, immer die 9. Folgen einer Staffel. Und vor der habe ich mich tatsächlich ein bisschen gedrückt. Das wird nochmal relativ schlimm, auch in Staffel 3 und auch 4. Das sind so meine Horror-9. Folgen. Und da muss man mal gucken. Also das ist schon, da denkt man sich echt, Gott, wie kann man sein? Aber das Feeling dieser Serie und auch Staffel 1 ist wirklich der Hammer. Also man merkt noch, wie nah man am Buch ist, wie wunderbar diese High-Fantasy-Geschichte einfach erzählt wurde, wie man sich Zeit gelassen hat für Dialoge, für auch was zwischen den Zeilen, wie toll das einfach umgesetzt wurde und auch wirklich, wie viel Zeit man hatte für ein Buch. Also das war wirklich, also für mich wirklich großes Kino. Ich saß gebannt davor, ich kannte es ja eigentlich schon. Ich habe Dinge einfach wiederentdeckt und gedacht, ach ja, da gab es das ja auch. Ach so, stimmt, die haben ja auch mal miteinander gesprochen. Und so viel ratterte in meinem Kopf und das ist einfach so cool, weil man natürlich weiß, auf was man auch so ein bisschen achten möchte, muss, sollte. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch schon mittendrin in Staffel 2 und bin einfach fasziniert. Denn in Staffel 2 tauchen auch 1-2 Charaktere auf, die ich besonders gern habe. Und es passieren auch Entwicklungen, die ich nicht so gern habe. Und es taucht auch ein Charakter auf, den ich nicht so, der mich in meine Albträume verfolgen wird. Aber ich bin ja jetzt groß und stark und ich muss nachts keine Angst haben, wer da an meinem Bett sitzt sozusagen. Und der Mann, diese Figur gefühlt saß eben doch öfter mal so in meinen Albträumen. Aber gut, ja, ich bin also jetzt im Game of Thrones-Feeling. Das bedeutet für euch und die Bücherwochen, dass ein bisschen weniger Bücher aktuell so den Hauptfokus haben werden. Denn ich komme natürlich nicht genauso viel zum Lesen, wenn ich eben 1-2 Folgen Game of Thrones am Tag mit einschiebe. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Leben hat man ja dazwischen auch noch ein bisschen und irgendwie hat der Tag leider doch auch nur 24 Stunden. Trotz Zeitumkehrer und ich sag mal weniger Schlaf als der Durchschnittsmensch habe ich auch nur 24 Stunden und arbeiten muss ich ja leider auch noch. Und ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich lese ja nichtsdestotrotz sowieso immer gerne. Und Hörbuch gefühlt geht halt gerade auch sonst auch ein bisschen. Da bin ich auch gerade so ein bisschen im High-Fantasy-Fieber. Aber man kann jetzt davon ausgehen, dass es nicht 4 Bücher pro Woche gibt. Aber dafür ein bisschen mehr Game of Thrones. Und könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr da auch ein bisschen im Fieber seid und euch jetzt auf die 8. und finale Staffel freut. So, und das war's jetzt auch schon. Ich glaube, jetzt haben wir heute auch lange genug gequasselt. Ich hoffe, es war bei euch ein bisschen hügelig, um ein bisschen beim Buchthema sozusagen zu bleiben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Büchern. Guckt in die Infobox. Da findet ihr alle Buchinfos und sonstige Infos, die ihr irgendwie vielleicht gebrauchen könnt. Auch mein Instagram-Account und ähnliches. Guckt da einfach mal vorbei. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht kanntet ihr ja eins der genannten Bücher auch schon oder habt es auf der Wunschliste oder auf dem Sub. Dann schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Mich
interessiert natürlich auch immer, was ihr gerade so ein bisschen gelesen habt. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen könnten. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.